Wir haben ein Modell von unserem Fundament, der Konverterplattform Borwin 4. Und das setzen wir skalierten Bedingungen aus, die tatsächlich in der Nordsee vorherrschen. Wenn wir eine Strömung haben, eine Wasserströmung, und wir haben einen Gegenstand gegen, dann kommt das zur Erosion des umliegenden Bodens und das wird Kolk genannt, die Ausspülung. Und der Kolkschutz soll verhindern, dass diese Erosion stattfindet. Und das machen wir, indem wir Gesteinspackungen so dimensionieren, dass letztendlich das nicht ausgetragen werden kann. We are able to simulate almost every metocean condition that we can find at any location of the world. So we are able to combine different kind of waves, currents, in order to generate the same metocean conditions that we are able to see at any position around the world. We conduct a 3D laser scanner in order to check how was the motion of the sun around the foundation and also how was the motion of the rocks in the scour protection in order to identify if the scour protection is working properly or not. Zum einen überprüfen wir hier, ob die Dimensionierung des Kolkschutzes richtig ist. Zum anderen können wir das Verhalten des Kolkschutzes während der gesamten Betriebsphase simulieren. Wir sind sehr froh, dass wir gute Ergebnisse erzielt haben und damit die Standsicherheit gewährleistet ist.